tut mich natürlich bis heute noch das Abschneiden von der AfD. Gut, das war ein Aufstieg mit Ansage, aber über 12%, das hat mich schon erschreckt. Das hat mich schon erschreckt, ne? Weil ich fand, meine Güte, die machen so Politik mit der Angst. Das finde ich so gemein, weil es gibt so viele Menschen, die Angst haben in Deutschland. Und vor was alles, ne? Vor der Zukunft allgemein, vor der Globalisierung, vor Fremden. Das Thema Fremdenfeindlichkeit wird uns ja deshalb auch nicht loslassen, ne? Und das muss ich sagen, nehme ich den Rechtspopulisten sowieso besonders übel, dass sie Opfer von Krisen zur Ursache von neuen Krisen machen, ne? Natürlich gibt es da Zusammenhänge, sag ich mal, aber die sind auch völlig falsch gesetzt. Was ist der richtige Zusammenhang? Der Zusammenhang ist eigentlich ein Witz und der geht so. Ein Banker, ein Bürger aus der Mittelschicht und ein Flüchtling sitzen zusammen an einem Tisch. Auf dem Tisch liegen 20 Kekse. Der Banker nimmt sich 19 dieser Kekse und sagt dann zum Bürger, pass auf, der Flüchtling will deinen Keks klauen. Ja, so sieht's aus. Ja. Ja. Erzähle ich auch immer wieder gern, aber man muss schon aufpassen, wer sowas sagt. Ne? Weil die Rechtspopulisten, wenn die sich dieses Themas annehmen, dann fehlt meistens der Banker und das führt dann auch zu anderen Schlussfolgerungen. Wie wir uns ja überhaupt schon daran haben gewöhnen müssen, dass viele Dinge in unserem Land sich durch den Einfluss der Rechtspopulisten verändert haben. Also Begriffe zum Beispiel, die mir viel bedeutet haben, haben ja scheinbar ihre Bedeutung völlig verändert. So ist es zum Beispiel momentan ja ausgerechnet die AfD, die am lautesten Gedankenfreiheit fordern. Und dann habe ich gedacht, hä, wie passt das zusammen? Ausgerechnet die AfD und Gedankenfreiheit? Und dann habe ich mir das versucht klarzumachen. Klar, für viele Menschen bedeutet inzwischen Gedankenfreiheit, dass man frei ist von Gedanken. Also kritische Gedanken zum Beispiel über das, was so in der deutschen Vergangenheit passiert ist, die lässt man ja ohnehin bei uns gerne passieren und passieren lassen soll. Heißt, man lässt sie durchgehen. Und bei der AfD lässt man inzwischen ja alles durchgehen, was jemals so passiert ist. Insofern kann man vielleicht sagen, ist das Hirn von denen für kritische Gedanken durchgehend geöffnet. Das geht bei einem Hohlraum sehr schnell. Ja, ja. Das ist ein quasi philosophischer Zustand, die reine Leere. Ich vermute auch mal, das ist der Grund dafür, weshalb sich Neonazis und Salafisten so gerne gegenseitig den Schädel einschlagen, um nachzugucken, ob der andere auch nichts drin hat.